Der uronischen Herrscherschicht gilt einer der ihren, der berüchtigste Magier Graf Donatian von Deredia, als einer der wichtigsten Verfechter der aranischen Vormacht im Dienste der Belkuleel. Er habe sowohl die weltliche Macht seines Mutterlandes bis auf die Waldinseln ausgedehnt, wie auch die lange Zeit wichtigsten Offenbarungen über das Wesen der Herren verfasst, die jedoch von den herrschenden Ketzern der Raya-Kirche unterdrückt wurde. Kurzum, man ist in Oran dabei, aus dem irregeleiteten Magus von fragwürdigem Charakter und geringer persönlicher Integrität einen Märtyrer der früheren Kirche zu konstruieren, Taradisien von Borbra. Und damit tretet ihr wieder aus dem Zug heraus auf die Hauptstraße, werdet von den Wachen misstrauisch beäugt und dann wieder ziehen gelassen. Ach, was für ein unfreundlicher Ort. Ich traue dieser verdammten Oronierer nicht. Und selbstverständlich sollte die hier nicht wollen. Aber wenn sie hat, was wir suchen, nun... Ja, wahrscheinlich traut sie uns auch nicht, aber ich glaube, das hier ist ein Fall von einer Hand wäscht die andere. Kapitania, ich nehme an, einen Versuch, unabhängig unserer Abmachung, den Tetraeder aufzuspüren, schätzt ihr nicht? Nicht übermäßig, nein. Nun gut. Es sei euch allerdings gesagt, dass uns diese Option zur Verfügung steht, wenn sich die Geschicke wenden sollten. Das Problem ist, nur sie kann ihn öffnen. Das behauptet sie. Nun, ich würde das nicht unbedingt für bare Münze nehmen, aber ich würde es auch nicht darauf anlegen. Wenn wir sie töten und sie war unsere Einzigkeit, dann finden wir diesen Gürtel nie wieder. Deswegen bin ich auch dagegen. Und ihre Ziele decken sich durchaus mit den unseren. Den Gürtel der Reichweite des Darion Palligan zu entziehen, ist tatsächlich ein Ziel, dem wir nachgehen sollten. Ja, und der Reichweite Demionas. Wir sollten damit rechnen, dass wir bei dieser Sache sie eventuell aus ihrer Reserve locken. Mathilda schaut einen Moment lang zweifelnd, scheint sich nur noch auf die Zunge zu beißen und einfach weiterzugehen. Gut, was machen wir heute noch? Haben wir irgendeinen Plan oder warten wir nur bis zum Sonnenuntergang, dass wir in den Palast können? So sieht der Plan aus. Wir hätten noch einige Stunden, um uns den Nachtwinden zu widmen. Und wenn wir es jetzt nicht tun, dann werden sie uns auf jeden Fall überraschen, wenn wir dann später wieder in den Zug kommen, um das abzuliefern, was wir bis dahin geholt haben. Und vielleicht sollten wir uns dann ein Gerät suchen, das unseren Vorteilen entspricht und unsere Vorteile zur Geltung bringt. Und was bringt euch auf den Gedanken, dass sie sich darauf einlassen, ein von uns angebotenes Gefecht anzunehmen? Nun, weil sie nicht wissen, dass sie uns verfolgen. Nun gut. Was habt ihr vor? Nun, wir könnten sie in eine Falle locken. Ja, führt aus. Nun, wir postieren uns in unserer Gaststätte, die wir nun ja... Unser Zimmer, die wir gemietet haben, und erwarten sie. Was genau wissen wir denn über diese Nachtwinde? Sie hassen alle, die Magie wirken können, aber können selber Magie wirken. Wenn wir irgendwie eine große Menge von Menschen, die dann im Gasthaus ein- und ausgeht, alle überprüfen, ob sie selber Magier sind oder nicht? Das ist ein Ding der Leichtigkeit. Ich denke nicht, dass alle Mitglieder dieser Kabalia Magier sind. Wahrscheinlich nur die Führungskräfte. Und ihre stärksten Kämpfer? Ja, wir wissen doch, dass einer von diesen Nachtwinden befindet. Warum schicken wir nicht unserem Balayan los, dass er den beobachtet? Vielleicht führt er doch zu den anderen. Oder... Die haben hier irgendwo ein Haus, wo sie sich treffen. Nur ein Vorschlag. Ich denke, Kapitania, wir sollten der Sache ihren Lauf lassen und auf der Hut sein. Die Frage ist, wenn dies wirklich professionelle Attentäter sind, werden sie solchen Tricks sicherlich gewachsen sein. Die Frage ist, wo sie angreifen würden. Ich vermute nicht hier draußen auf der Promenade und... Wohl auch nicht in einer vollen Gaststätte.
Das heißt, es würde sich wohl für sie anbieten, uns anzugreifen, wenn wir uns in der Abenddämmerung auf den Weg zum Palast machen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir es am allerwenigsten gebrauchen können, aufgehalten zu werden. Was tun wir also, Kapitän? Ich vermute allerdings, dass sie die Hauptstraßen vermeiden werden. Nun, wir könnten auch einen Präventivschlag durchführen. Wissen, wo einer sich befindet. Naja, wir wussten, wo sich einer vielleicht befindet. Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Auch wenn wir ein gutes Dutzend von denen ausschalten können, wenn es 3-4 Dutzend sind oder ein ganzes Banner, dann wird der Angriff dennoch kommen. Ich denke, ihr überschätzt sehr stark die Menge an Magierhassenden, aber gleichzeitig voll magisch begabten Attentätern, die sich in einer Stadt herumtreiben kann. Das Problem bei einem offensiven Vorgehen ist, dass sie die Bevölkerung auf ihrer Seite haben. Diese Maroskaner bekommen alles mit. Und wenn wir versuchen würden, sie in ihrem eigenen Gebiet anzugreifen, dann würde sich die Nachricht rasend schnell verbreiten. Deswegen sage ich, wir lassen sie einfach zu uns kommen. Ja, ich stimme zu. Na gut, denn dies ist der beste Weg, wie wir das Gefecht kontrollieren können, nicht wahr? Nun, das letzte Mal haben sie am Hafen angegriffen. Wir wissen also, dass sie dieses Gebiet offenbar als sicher genug erachten, um es zu riskieren, wenn es sich für sie lohnt. Wir sollten wohl diesen Zug meiden und die gängigsten Zugangswege dorthin im Auge behalten. Nun, wenn also niemand einen konkreten Plan hat, schlage ich vor, wir zerstreuen uns. Treffen uns dann zum Aufbruch wieder. Vielleicht vor Sonnenuntergang. Wir sollten uns nicht auftrennen. Ich schlage vor, dass wir zusammenbleiben. Na, vielleicht nicht ganz zusammen, aber quer über die Stadt verteilt zu sein, auch nur in zwei Gruppen, das könnte uns zum Nachteil gereichen. Vielleicht in zwei gegenüberliegenden Gebäuden oder nebeneinander. Gleichzeitig wird eine so große Gruppe sicherlich die Aufmerksamkeit der örtlichen Obrigkeit auf sich lenken, was uns unseren Palastbesuch Probleme bereiten könnte. Was gibt es dann, was wir vernünftigerweise erledigen könnten währenddessen? Ich denke nichts. Wir sind zu angreifbar, um irgendetwas zu tun. Hey, ihr da, Magister! Ja, doch. Belästigen euch die Leute? Nein. Hört ihr, verschwindet! Lass den Magier in Ruhe! Hört ihr nicht? Ja, beruhigt euch, beruhigt euch. Die Herrschaften waren gerade auf dem Weg zu gehen, nicht wahr? Gesindel. Nun, Sulman, kommt dann. Ja, gehen wir. Gleich mit Sulman oder Rike und wir kehren wieder im Burschen Hof an. Ich spucke noch einmal theatralisch vor den Füßen von Trak aus. Und, wann genau kriegt man sonst die Gelegenheit, so eine respektlose Geste auf ihm gegenüber zu bringen? Du wirst auf den, dir wird auf dem Schiff sowas von jemand in den Schreibtisch kacken. Und dann zumindest der Pentilio wird, denke ich, die ganze Zeit nervös am Fenster sitzen und herausschauen. Okay, und so lässt du die Zeit vergehen? So lasst ihr die Zeit vergehen? Ist die Frage, was wir jetzt machen. Ja, das ist die Frage. Okay, dann die anderen suchen den Elburischen Hof auf. Söldner Abschaum bleibt zurück auf der Straße. Gibt es dort eine Kneipe in der Nähe unmittelbar? Oder? Ja, so je nachdem. Ihr seid jetzt gerade aus dem Zug rausgekommen, standet da jetzt die ganze Zeit auf der Straße rum. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr wieder zum Hafen laufen. Da gab es auch eine Kneipe, da wart ihr gestern schon drin. Ich dachte mir in der Nähe, wo die anderen jetzt ihren Burischen Hof sind. Gibt es da eine Taverne in der Nähe? Boah, also ein Gasthaus, das ist halt das Gasthaus. Du kannst da sicherlich dann auch selbst dich unten reinsetzen. Alternativ gibt es den Rosengarten, in dem man rumlungern kann. Der ist auch das in derselben Ecke. Das geht auch, ja. Das ist jetzt halt die Frage, wie viel Geld ein Söldner hat, ne? Ja, ist eine gute Frage. Ich denke vor allem, du fällst da einfach auf, weil du nicht in die Gesellschaft passt, wieder reinkehrst. Geld hin oder her. Du überlegst so ein bisschen und kannst natürlich sehen, dass die
Baustelle vom Raya-Tempel wird er wohl beaufsichtigt von zwei Raya-Geweihten, die draußen davor stehen und sich ein bisschen unterhalten. Ein Mann, eine Frau. Und auf der anderen Seite kannst du noch sehen, wie so ein Travia-Geweihter misstrauisch rüberstarrt. Layla, vielleicht sollten wir dort diesen Tempel der schönen Göttin aussuchen und ein wenig die Zeit vertreiben. Ja, wir könnten das. Ich habe schon. Ich glaube nicht, dass die Geweihte sich an mich erinnern wird. Ich habe damals mich mit ihr unterhalten, aber naja. Du hast außergewöhnliches Aussehen, oder? Ja, aber ich bin verkleidet. Verschleiert vor allem, oder? Bist du verschleiert oder bist du nicht verschleiert? Ja, das war der Plan. Ja gut, dann. Ja, ich geh mal hin und frag mal, ob man schon rein kann. Ja. Ich marschiere mal auf die beiden Geweihten zu. Naja, das ist der Grund. Oh, ja, hallo. Oh, ihr seid ein Troll? Nein. Trollzacker nicht ganz. Ihr seid so groß wie einer. Wie können wir euch helfen? Mindestens so schön wie einer. Kannst sehen, wie die Geweihte streicht so ein bisschen auf um deine Brust rum. Also legt ihre Hand auf deine Brust und streicht da so ein bisschen rüber. Habt ihr schon auf? Nun, der Tempel wird seit einiger Zeit wieder aufgebaut. Hat leider unter der uronischen Herrschaft etwas gelitten, aber ihr könnt euch die Baustelle besehen. Leider weiß ich nicht genau, ob das nun ja für euch wirklich relevant ist. Wenn ihr ein Gespräch mit mir sucht, ich kann euch gerne in ein Teehaus einladen. Da können wir dann gerne auch über Reihebefindlichkeiten reden, wenn ihr mögt. Nee, ich schaue mir mal dieses Baustellending da an. Ja. Aber man kann einfach reingehen. Ja, wenn ihr mögt, aber stört bitte die Zwerge nicht. Die mögen das nicht. Ja gut. Die sind eh klein, die sieht man ja kaum. Trak, was macht ihr da hinten? Wir können uns das Ding angucken. Ah, gut. Ihr müsst wissen, meine Gefährten sind zu schüchtern, um die Raya-Geweihten anzusprechen, deswegen musste ich vorgehen. Ach, das ist kein Problem. Aber glaubt mir, gebt ihr noch ein, zwei Wochen, dann haben sie auch den Mut gesammelt. Schönen Tag euch noch. Ja, der Geweihte nickt dir wohl nur zu. Du siehst wohl auch, dass er wirklich hübsch ist für einen Geweihten. Hat lange, lange glatte Haare und zu deiner Verwunderung, er hat ein geschnitztes Holzpferd bei sich. Ja, guter Mann, denke ich mir. kommt, wir besichtigen das. Ich würde mal da in diesen Tempel rein marschieren. Halte mich in Abelmirs Windschatten. Euer Gnaden, es freut mich, euch kennenzulernen. Ja. Nichts weiter. Ach so. Guten Tag sagen. Ja, guten Tag euch auch. Habt ihr etwas dagegen, wenn wir ein wenig im Park flanieren? Der Park ist auf der anderen Seite, aber ihr könnt euch da dort gerne umsehen, flanieren. Selbstverständlich, dafür sind sie da. Ah, vielen Dank. Gerne. Ich würde aber weitergehen. Lasst euch nicht von Vater Ressan stören. Wieso? Ach, er ist etwas grummelig. Weil sein Travia-Tempel auch nicht weiter aufgebaut wird. Genauso wie unser Raya-Tempel. Aber was red ich? Wer ist dieser Vater Ressan? Vater Ressan ist der Travia-Geweihte. Ah, ich verstehe. Ihr seid nicht grün miteinander. Ich habe keine Probleme mit ihm. Er... Naja, ihr wisst ja, wie die Travia-Geweihten sind. Oh ja. Aber danke. Gerne. Ich würde da mal Rulamins Arm nehmen oder mehr Arm hinhalten, dass sie einklicken kann bei mir und dann flanieren wir ein wenig. Ich nutze die Gelegenheit, um dir zuzuraunen. Ich glaube, ich kenne den Mann. Das ist der Abt von Keshal Nasori. Unter normalen Umständen würde ich ihn ansprechen, aber da wir inkognito da sind, ist besteht die Gefahr, dass er mich wiedererkennen könnte. Und das wollen wir vermeiden. Bald schön einen Schleier auf und dann wird alles gut. Na. Ein schöner Garten. So sieht man selten.
Was denkt ihr, wie sollten wir die Sache heute Abend angehen? Ich habe darüber nachgedacht, einen Harmoniesegen auf uns alle zu legen. Ich denke, das könnte in Anbetracht dessen, was wir vorhaben, eine gute Idee sein. Nun, wenn es euch nicht zu viel Kraft kostet. Aber nein. Wie wäre es dann, wenn ihr die... Naja, ich fällt es auf, wenn man... Wenn ihr eure Liturgie wirkt, oder? Nun, ein wenig schon. Dann hätte ich gesagt, wir machen das hier im Garten. Wo sonst sollte man also eine nun ja göttliche Liturgie durchführen als hier in diesem schönen Raya-Paradies? Ich denke, der Ether-Tempel käme noch in Frage, aber ich weiß auch nicht, ob das nicht zu öffentlich ist. Vielleicht finden wir einen abgeschiedenen Teil in diesem Garten, wo wir nicht ganz so beobachtet werden. Ja, lass uns ein wenig umhergehen. Trag, rett die so weit vor! Jetzt laufen wir ja doch im blöden Garten rum. Ich dachte, wir gucken uns das andere Ding an. Was für ein anderes Ding? Die Baustelle. Die Baustelle. Na gut, ja. Mir doch egal. Ihr könnt auch gerne die Baustelle angucken. Ich weiß nicht, ob ihr sachkundig genug seid, um, naja, etwas daraus zu lernen. Ja, also, Drafim, du kannst gerne mal eine Götter- und Kulte-Probe würfeln. Du hattest einen kurzen Blick in die Baustelle, halbfertig reingeworfen. Ja, was ist halbfertig? Also das Fundament steht zumindest zur Hälfte. Soll wohl irgendwann größer werden, wenn das Geld da ist. Aber bisher gab es nur eine Statue darin und das war nicht Raya. Naja, die haben nur eine Statue aufgebaut und es ist nicht diese Pferdegottheit wie sonst immer. Hab sie aber nicht erkannt. Was war es dann? Leftan? Ziegengottheit. Naja, so ein Ziegending. Es hört nicht auf. Also, was genau jetzt? Nun, wenn wir wohlwollend wären, würden wir sagen, dass es wohl Rayas Sohn ist, dem diese Statue gewidmet ist. Aber nun, da wir in Elburum sind, hat das einen gewissen Beigeschmack. Vermutlich hatten sie die Statue noch übrig. Aber ist das nun ein Sohn der Raya oder nicht? Natürlich ist es ein Sohn der Raya, aber es gibt Dämonen, die in der Darstellung ihm sehr ähnlich sind. Ihr wisst schon, die Hörner und so. Ja, ich denke, ich weiß, was ihr meint, aber nun ja, Leftan ist doch immerhin ein göttlicher Sohn, also spricht doch eigentlich nichts dagegen, oder? Wie gesagt, unter normalen Umständen nicht, aber nun ja, in Elburum sehe ich vielleicht schon Gespenster. Vielleicht sehen wir uns die Statue noch ein bisschen genauer an. Ihr habt mich neugierig gemacht. Ja, dann gehen wir da etwas näher. Ja, ihr könnt die Baustelle wieder betreten, verlasst dann den Garten, wieder mit einem abfälligen Pfff von dem Travia-Geweihten, der euch nur irgendwas hinterher grummelt. Und könnt dann wieder vorbeigehen an dem ja, Auserwählten der Göttin Asaban, der Abt von einem Kloster in den Bergen und der Reihegeweihten Shanya Shaya. Ja, wieder viele Zwerge, die hier stehen. Es gibt aber keine Baumaterialien, sodass sie dann irgendwie auf den Steinen sitzen und feixend ihre Pfeife rauchen. Noch ein paar andere Handwerker, die irgendwas sägen, aber wirklich gehämmert wird sonst nicht. Und so geht es tatsächlich nicht weiter und das sieht schon so aus, als ob das seit einiger Zeit nicht weitergeht. Und dann steht ihr vor der Statue, die Rafim bzw. Trak von Kekrach sich eben angesehen hatte. Es ist tatsächlich eine Statue von Leftan, dem Widderhorngott. Also kann man dann auch mit einer Götter- und Kulteprobe nicht mehr rausfinden oder so? Es ist einfach Leftan. Es ist Leftan, ja. Da steht jetzt nicht unten auf dem Sockel, Warbarat ist geil oder so. Nein. Da steht auch gar nichts auf dem Sockel. Also es ist einfach nur eine Leftan-Statue. Mhm. Sind noch weitere Podeste, sag ich mal so, vorgesehen für weitere Götterbilder? Also das kannst du schon erkennen, auch gerade mit deiner Baukunst. Dir ist auch sicherlich klar, wo die Sakristei irgendwann entstehen wird. Es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass dann der Raya-Tempel nicht phallusförmig aussehen wird, wenn er denn fertig ist.
Das ist ja normalerweise verbreitet. Er wird auch nicht rund, sondern länglich gezogen. Also irgendwie was ganz anderes. Warum auch immer man sich dann dafür entschieden hat. Aber ja, die Sakristei wird dann auch einen großen Podest beinhalten. Der Podest oder das Podest steht schon, die Statue existiert dazu aber nicht. Und es sieht auch nicht so aus, als ob die Handwerker jetzt hier gerade Materialien von höherer Qualität hätten, die dann für eine solche Statue herhalten könnten. Seltsam. Die Bauarbeiten sind wohl tatsächlich ins Stocken geraten. Hey, wenn ihr die Geweihten sucht, die stehen draußen vor der Tür. Oh, sag mal, sind euch die Steine ausgegangen? Auch, und das Geld. Unterstützt euch die Shania nicht, oder was? Shania hat kein Geld, das sind nur die Geweihte. Wenn ihr was spenden wollt, könnt ihr das gerne tun. Ob das reichen wird, weiß ich nicht. Naja, ist das hier schon alles? Das ist alles, was ich aufbaue für das Geld. Naja, nur vernünftig, man muss ja bezahlt werden, ne? Ich bin Brillanzwerk. Bin kein Wohltuer, ja? Naja, ich bin kein Brillanzwerk. Na, das sehe ich wohl, ihr seid zu groß dafür. Ja, danke, danke. Bist du im Zyklop? Nee, du. Nee, ich bin ein Zwerg, hab ich eben gesagt. Oh. Ja, richtig. Du bist groß wie ein Zyklop. Ja. Von Angosch gesegnet. Aus welcher Schmiede hat er dich denn gezogen? Naja, aus den Bergen. Guter Witz. Was muss ich dem Hochkönig erzählen? Ja, der macht die besten Witze. Wer kennt ihn? Na, was? Nein. Hätte ja sein können. Ja, hätte. Wenn ihr aus den Bergen hochgezogen worden seid. Ja. Na gut. Also wie gesagt, wenn ihr die Geweihten sucht, die stehen draußen vor der Tür. Die können euch auch die Spenden abnehmen. Das mache ich zwar auch, aber da kriegt ihr trotzdem keine Statue für. Habt ihr die hier gebaut oder wer anders? Wir sind nur für die Fundamente. Der da drüben macht die Statuen. Deutet auf den Menschen.